Mein Name ist Julian Affelt. Ich bin von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, abgekürzt ganz einfach IGEMBB. Ich bin hauptberuflich Lehrer, ich unterrichte Grundschüler, ich verkaufe ihnen also nichts. Aber wir beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit dieser Thematik. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute ein bisschen einen Einblick geben kann in das Thema Elektromobilität. Das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Man kann fast bestimmt 2 oder 3 Stunden ununterbrochen darüber sprechen. So viel Zeit haben wir heute nicht. Das heißt, das Ganze beschränkt sich auf einen, sagen wir mal, sehr, sehr komprimierten, sehr, sehr komprimierten Einblick in diese Thematik, wo ich Ihnen ein bisschen Einblick geben werde, wo kommt die Elektromobilität eigentlich her, dass Sie sehen werden, es ist nichts Neues, im Gegenteil, das ist genauso alt wie das Auto selber. Und im zweiten Vortrag geht es ein bisschen mehr um das Thema Elektromobilität im Alltag, dass Sie auch da ein bisschen Einblick bekommen, dass Mobilsein mit Strom, egal ob auf 2 Rädern oder auf 4 Rädern oder als Monowheeler, wie auch immer, überhaupt kein Problem heute mehr darstellt, zumindest in den allergrößten Anwendungsbereichen kein Problem mehr darstellt. So, die Interessengemeinschaft Elektromobilität hat sich vor 2009 ungefähr gegründet, einfach aus Menschen, die gesagt haben, wir wollen unsere Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen an andere weitergeben, ohne irgendein finanzielles Interesse, also vom User für User. Wir wollen diesen Erfahrungsaustausch haben. Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel gearbeitet. Wir mussten zum Teil auch Kontakte knüpfen in die Politik rein. Das bringt die Sache einfach mit sich, zu Verbänden hinein. Verbraucherzentrale als Beispiel mal genannt. Wir versuchen, Elektromobilität zum Anfassen zu gestalten, in die Diskussion einzutreten. Wir sind die Letzten, die sagen, das ist die allerbeste Lösung, die es überhaupt jemals gibt. Da wird nie was Besseres sein. Aber wir sind der Meinung, es ist im Moment und sicherlich für die nächsten 20, 30 Jahre die Lösung, die wir brauchen, um eine ganze Menge Probleme abzumindern. Wir wollen also diese Erfahrung weitergeben. Elektromobilität, da denken viele erstmal an Tesla. Also, was fällt Ihnen als erstes ein? Ja, Tesla. Aber Tesla ist ja auch nur ein Elektroautohersteller. Aber Elektromobilität ist ja viel, viel mehr. Also hier, ne, das Fahren mit der Bahn, das läuft ja in Deutschland immer mehr zum Glück elektrisch. Ist Elektromobilität, kennen wir alle, mit der U-Bahn fahren, mit der S-Bahn fahren, dann fahren Sie elektrisch. Das ist nichts Außergewöhnliches. Oberleitungsbusse, ja, hatten wir auch heute noch in Europa an manchen Stellen, ist auch eine Form der Elektromobilität. In Berlin hat man sich dafür entschieden, jetzt auf elektrisch betriebene Busse, also batterieelektrische Busse umzusteigen. Also nicht mehr dieses Oberleitungskonzept wieder neu einzuführen. Aber das soll nur ein Beispiel sein und Sie sehen an dem Modell, was Sie hier vielleicht erkennen können, dass das also auch definitiv irgendwie kein hypermoderner Bus ist, den es erst seit letztem Jahr gibt, sondern dass das eigentlich eine sehr, sehr alte Technik ist. Dann natürlich die Berliner S-Bahn als Beispiel für Elektromobilität, hatte ich schon angesprochen. Elektrisch mobil auf den Gewässern, wenn Sie mal auf den Berliner Gewässern unterwegs sind in Brandenburg, dann ärgern Sie sich vielleicht auch über die furchtbaren Lautstärken, die die Boote zum Teil dort verursachen. Elektrische angetriebene Boote sind natürlich viel, viel leiser, machen auch keinen Gestank auf dem Wasser, geben kein Öl ins Wasser ab. Also auch dort ist das Thema Elektromobilität natürlich ganz, ganz wichtig. Auch in der Luft, das Thema Elektromobilität auch im Bereich Flugverkehr wird immer wichtiger. Und es ist vielleicht heute noch nicht vorstellbar, dass man irgendwann in einem Passagierjet sitzt mit 120 oder 200 Menschen und das Flugzeug wird elektrisch angetrieben. Aber das wird auch sicherlich nicht mehr länger als noch 10, 15 Jahre dauern. Die Technik geht so rasant weiter, dass wir uns, glaube ich, wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen, der ganze Sache schon ganz anders aussehen wird. Das Thema elektrisch angetriebene Autos ist uralt. Wir haben hier mal so ein Beispiel für eines der ersten, ein elektrisches angetriebenes Dreirad von 1881. Ja, hat im Prinzip die gleichen Komponenten, die man heute auch noch in einem elektrisch betriebenen Fahrzeug drin hat, nämlich irgendwo ein Elektromotor, der muss immer da sein. Der Elektromotor hat einfach enorme Vorteile gegenüber einem Verbrennungsmotor. Er ist klein, er ist leistungsstark, er ist vor allem unfassbar effizient. Also wenn Sie einen Verbrennungsmotor haben und da kippen Sie einen Liter Benzin rein, dann kommen in Form von Antrieb vielleicht 20%, vielleicht 30%, in Spitzenzeiten vielleicht mal 40% auf der Straße an. Der Rest geht als Abwärme in die Umwelt verloren. Bei einem Elektromotor haben Sie mindestens einen Wirkungsgrad von 85%, eher schon Richtung 90, 95%. Das heißt, da sehen Sie schon,
Der elektrische Antrieb ist einfach viel, viel effizienter und der ist vor allem auch viel, viel zuverlässiger. Sie haben da keine sich bewegenden Teile in so einem Verbrennungsmotor, bewegen sich hunderte Teile gleichzeitig. Das haben Sie in einem Elektromotor alles nicht. Der dreht sich, das kennen Sie von Ihrem, wer von Ihnen hat noch einen CD-Player zu Hause? Mal die Hand hoch. Ja, einige, der ist bestimmt schon ein bisschen älter und hat schon viele, viele hundert oder sogar tausend Stunden ihre CD gedreht oder ihr DVD-Player. Da würde nie einer auf die Idee kommen und sagen, gehen Sie mit Ihrem DVD-Player mal bitte zum Service, lassen Sie mal das Öl wechseln. Ja? Der läuft und läuft und läuft und der funktioniert und der wird auch in 10 Jahren höchstwahrscheinlich noch funktionieren. Dann auch Siemens, Werner von Siemens hat angefangen mit dem Thema Elektromobilität. Hier ein Beispiel mit die sogenannte Elektromotte, das war ein mit Oberleitung angetriebenes Fahrzeug. Dann haben wir hier auch das Thema elektromobiles Dreirad. Ich hatte schon den Elektromotor angesprochen, dann braucht man natürlich noch einen Energiespeicher. Und das ist ein Akku, so wie Sie ihn in Ihrem Handy haben. Wer von Ihnen hat heute kein Smartphone dabei? Dann haben Sie alle in Ihren Smartphones höchstwahrscheinlich einen dieser Lithium-Ionen-Akkus drin, der diese Technik überhaupt erst möglich gemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater, das war so zur Zeit in der Maueröffnung, hatte noch so ein C-Netz-Telefon mit so einem Koffer hier an der Seite. Da war der Akku drin, ja, konnte man eine halbe Stunde telefonieren. Heute haben Sie in Ihrem Smartphone und ich auch in meinem einen Hochleistungs-Akku drin. Der kann, keine Ahnung, 24 Stunden lang durchhalten und muss dann einmal an die Steckdose irgendwann. Also dieses Thema Batterieanwendungen im Haushalt, zu Hause, privat, ist ja auch nichts Neues. Das Ganze wird eben jetzt nur in den mobilen Bereich übertragen. Das ist aber im Prinzip das Gleiche, was Sie im Smartphone haben oder was Sie im Laptop haben oder was Sie vielleicht im elektrischen Gartengerät haben oder was auch immer Sie betreiben. Achten Sie mal, wenn Sie heute nach Hause kommen, gehen Sie mal mit offenen Augen durch Ihre Wohnung, durch Ihr Haus, wo auch immer, wie viele batteriegetriebene Geräte Sie schon zu Hause haben. Vom Wecker über Smartphone, selbst in so einem Pointer ist ein Akku drin, ja, im Laptop überall. Ich habe das mal zu Hause gemacht in einem Video für unseren Kanal. Der ganze Tisch war plötzlich voll mit batteriebetriebenen Geräten. Das heißt, das Thema Batterie als Energiespeicher ist auch nichts Neues. Hier, das war damals 1892, waren es im Prinzip Bleiakkus, so wie wir sie heute zum Teil im Verbrennungsmotor auch noch haben, damit der überhaupt morgens anspringt. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Und was ich ganz interessant finde, ist hier jetzt mal dieses Fahrzeug, das kennen sicherlich viele von Ihnen. Das ist ein VW Golf aus der Generation 2, kommt so ungefähr aus den Jahren 1992 bis 1996, Golf 2, Golf 3, da hat VW damals schon 120 Fahrzeuge auf Elektrobasis umgebaut, mit Reichweiten so um die 80 Kilometer. Jetzt frage ich Sie mal, wer von Ihnen fährt denn regelmäßig mehr als 80 Kilometer am Tag mit dem Auto? Das heißt, Sie könnten im Prinzip mit so einem 20 Jahre alten Golf City Stroma auch wahrscheinlich 90% Ihrer Touren erledigen und bräuchten nicht mal sich ein modernes Elektroauto zu kaufen. Wir haben bei uns einen in der Interessengemeinschaft, der fährt genauso ein Teil und der wird wahrscheinlich als einer der ersten Elektroauto haben, was ein H-Kennzeichen bekommt. Also weil es ein Oldtimer dann schon ist. Ne? Also nichts Besonderes. So, und dann ging das weiter, die Entwicklung in Richtung, sagen wir mal, irgendwas, was so ähnlich aussieht wie ein Auto. Hier, das war sowas wie mein Einstieg, so ein dreirädriges Elektromobil aus Dänemark, nannte sich CityL, gibt es heute leider nicht mehr zu kaufen, nur noch gebraucht, für eine bzw. anderthalb Personen, also einen Erwachsenen, ein Kind. Und wenn ich überlege, dieses Konzept ist leider am Markt eine Weile gewesen, ist dann gescheitert, weil es eben ja von der Qualität her noch nicht so besonders gut war, aber wenn man mal jetzt so 10 Jahre weiterdenkt, ich hatte das vor ungefähr 10, 12 Jahren, hatte ich mal so ein Teil, dann sage ich, das wäre eigentlich etwas, worüber wir heute diskutieren, wenn es um das Thema Verkehrswende geht, ja? Dass man mit so einem einsitzigen Fahrzeug wettergeschützt von A nach B kommen kann, seine Erledigungen machen kann, sein Kind vielleicht irgendwo hinbringen kann, da wo der öffentliche Nahverkehr eben nicht möglich ist, super leicht, super effizient, auch ein Beispiel dafür, dass es die Lösungen, die wir heute brauchen, schon auch vor vielen, vielen Jahren gab. Hier waren auch schon Reichweiten bis zu 200 Kilometern möglich mit so einem Fahrzeug. Nicht, weil dort besonders hochwertige Akkus eingebaut waren, sondern weil dieses Fahrzeug einfach unglaublich leicht war. Ja, das ganze Ding hat 100 Kilo gewogen, das konnten Sie vorne hochheben und 90 Grad um die Ecke drehen. Und ehrlich gesagt, wenn ich manchmal auf dem Fahrrad zur Arbeit radel und es regnet aus Kübeln, dann wünsche ich mir sowas wieder zurück, dass man mit einem kleinen, leichten, effizienten Fahrzeug von A nach B kommen kann.
Die Weiterentwicklung lässt nicht lange auf sich warten. So etwas Ähnliches hier, das gibt es auch heute noch zu kaufen, das sogenannte Twike. Das ist eine Entwicklung auch aus Deutschland, ist eigentlich mal ausgegangen von der Idee, ein Liegefahrrad, ein überdachtes, geschlossenes Liegefahrrad zu bauen. Dann sollte es mit einem Motor versehen werden, mit einem Elektromotor. Das hat eine Fangemeinschaft, das ist ein richtiges Kultteil, Reichweiten bis 500 Kilometer. Damit kann man also zu zweit problemlos nach Italien fahren. Kommt demnächst in einer sehr futuristischen, neuem Design mit neuer Technik auf dem Markt, hat sich also auch gehalten. Wir sind noch nicht irgendwie bei den großen Automobilherstellern. Das sind also alles im Prinzip, wie soll man sagen, heute würde man Start-ups dazu sagen, also Unternehmer, die eine Idee haben, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Manche dieser Produkte waren ein bisschen zu früh am Markt, 10 Jahre zu früh. Manche kommen jetzt genau zur richtigen Zeit. Das Twike ist ein Beispiel dafür. Dann natürlich, das war eigentlich so, ich zeige dieses Fahrzeug hier, das ist der sogenannte EV1 von General Motors, auch in den 90er Jahren. Das war so eins der ersten, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, richtigen Elektroautos. Das heißt, da konnte man ein richtiges Auto, 4 Räder, Lenkrad, Kofferraum, konnte auch schon weit über 100 Kilometer weit fahren. Und was an diesem Fahrzeug so tragisch ist, dass General Motors dieses Fahrzeug mit einem großen Medienrummel damals auf den Markt gebracht hat, allerdings diese Fahrzeuge nur verleased hat. Von Anfang an war klar, wir sammeln diese Fahrzeuge wieder ein. Das Problem war nämlich, dieses Fahrzeug war so unfassbar erfolgreich. Es wollten so viele Leute haben. Und GM hat gemerkt, oh, verflixt nochmal, wir haben ein Produkt auf den Markt gebracht, was nicht nur die Kunden toll finden, sondern was auch für die Kunden super ist. Sie brauchen nicht mehr zur Tankstelle zu fahren, sie können zu Hause bequem laden, sie haben niedrige Mobilitätskosten. Wenn sich immer mehr davon dieses Fahrzeug kaufen, dann verkaufen wir ja gar keine Verbrennerfahrzeuge mehr. Dabei ist denen klar geworden, was für eine Veränderung Elektromobilität mit sich bringen wird, wenn man eben nicht mehr davon lebt, Motorenöl zu verkaufen oder sonst irgendwelche Ersatzteile, die ständig kaputt gehen vom Verbrenner, sondern dass man Fahrzeuge auf den Markt bringt, die effizient sind, die im Unterhalt sehr, sehr günstig sind und die gefühlt irgendwie ewig halten. Und deswegen hat General Motors 1900, ich glaube, es war Ende der 90er Jahre, 96, 95, irgendwie in dem Dreh, weiß ich nicht mehr ganz genau, alle diese Fahrzeuge wieder eingesammelt und hat sie zerstört. Es gibt heute nur noch 2 von diesen Fahrzeugen. Eigentlich aus heutiger Sicht eine absolute Tragödie. Es gibt einen Film darüber, der heißt Who Killed the Electric Car? Wenn Sie den irgendwo mal finden, gucken Sie sich den mal an. Da ist unter anderem diese Geschichte von diesem Fahrzeug drin. Ist unglaublich spannend. Man wird richtig wütend, wenn man das sieht, wie hier im Hintergrund durch politische Maßnahmen eigentlich damals Elektromobilität kaputt gemacht wurde, weil die Hersteller gemerkt haben, oh Gott, wir verdienen an diesen Fahrzeugen nichts mehr, wenn die erstmal verkauft sind. Hier ein Bild davon, wie all diese Fahrzeuge gecrashed wurden. Es gibt, wie gesagt, heute nur noch 2. Eins steht in irgendeiner Tiefgarage, das andere im GM-Museum. Wenn Sie also mal nach den USA fahren, dann gucken Sie sich das mal an. So, Elektromobilität ist natürlich angewiesen auf einen leistungsfähigen Stromspeicher. Und im Moment tobt ein bisschen die Diskussion darum, sollen wir auf das Elektroauto, auf das batterieelektrische Auto warten? Sollen wir das jetzt schon kaufen? Sollen wir es jetzt benutzen? Oder ist vielleicht doch Wasserstoff der Heilsbringer, der uns weiterbringt? Ich will ganz kurz hier an dieser Stelle mit dieser Diskussion mal ganz schnell aufräumen. Punkt 1, egal was Sie irgendwo lesen, ein Wasserstofffahrzeug ist ein Elektroauto. Es hat die gleichen Komponenten wie ein Elektroauto. Es hat eine Batterie drin, es hat einen Elektromotor drin, es hat Steuerelektronik drin, es hat vielleicht auch Ladeelektronik. Alles wie in einem Elektrofahrzeug. Und es kommt die ganze Wasserstofftechnik noch obendrauf, was es wesentlich komplizierter macht, teurer macht. Und der letzte Punkt dazu ist, dass Sie bei, um mit Wasserstoff genauso weit zu fahren wie mit Strom, den Sie in der Batterie gespeichert haben, etwa 2 bis 3 Mal so viel Energie benötigen. Denn der Wasserstoff muss erstmal hergestellt werden, der muss gepumpt werden, der muss gespeichert werden und. Sie haben Umwandlungsverluste ohne Ende. Das heißt also, der Wasserstoff wird seinen Weg finden bei uns, aber nicht im Auto. Dort ist es eine Energieverschwendung. Hier ist der Ansatz, rein batterieelektrisch zu fahren, der deutlich effizientere Ansatz. Es wird Anwendungsmöglichkeiten dafür geben und Einsatzmöglichkeiten dafür geben, aber nicht, wenn es um das Thema Pkw, Roller, Fahrräder oder sonst irgendwelche Fahrzeuge geht. Das nur ganz kurz. Ja, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dieser ganzen Thematik? Wir haben einen dramatischen Handlungsbedarf. Die CO2-Emissionen auf dieser Welt, die laufen uns davon. Es gibt im Moment keinen,
kein Zeichen dafür, dass diese CO2-Emissionen irgendwie runtergehen, wenn wir nicht alle tätig werden. Es gibt verschiedene Szenarien. Ich habe hier nur mal so beispielsweise eine Grafik gezeigt, wohin wir mit den CO2-Emissionen eigentlich laufen. Und der Verkehr ist einer der Hauptemittenten von CO2. Nicht nur der Autoverkehr, sondern natürlich der gesamte Verkehr. Dazu gehört also auch der Lieferkettenverkehr, Flugzeuge, Schiffe, Kreuzfahrten, Transportflugzeuge. All diese ganzen Dinge emittieren einfach unfassbare Mengen an CO2. Und da müssen wir runter. Und das funktioniert nicht nur, indem wir einfach anfangen, sparsamere Verbrennerfahrzeuge zu bauen, weil die bleiben dann letztlich auch immer noch Emittenten von CO2, sondern wir müssen letztlich hin zu einer Mobilität auf der Basis erneuerbarer Energien. Und da haben wir einfach diese Symbiose zwischen erneuerbaren Energien, zum Beispiel aus Wind, Sonne, Biomasse und so weiter und so fort, und eben elektrisch betriebenen Fahrzeugen, die extrem effizient ist. Und das ist letztlich der einzige Weg, den wir gehen müssen. Natürlich, CO2 wird auch noch an vielen, vielen anderen Stellen frei. Ich nenne nur mal Lebensmittelproduktion, Industrie, Bau, all diese Wärmeversorgung, das ist alles klar. In jedem Sektor muss ein Beitrag geleistet werden. Der Umstieg auf elektrische Mobilität auf der Basis erneuerbarer Energien bietet halt hier wirklich eine Chance, ganz schnell von diesen Emissionen runterzukommen. So, und dann sind wir sozusagen in der dritten Phase. Wir haben also jetzt so ein bisschen diese Bastel-Elektroauto-Phase hinter uns gelassen, haben Erfahrungen gesammelt und sind jetzt eigentlich seit die 4-5 Jahren in einer Phase, in der wir tatsächlich Elektrofahrzeuge aller Art, ich will es nicht immer nur auf das Auto beziehen, kaufen können, die unseren Alltag wirklich in unseren Alltag passen. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, Tesla ist sicherlich ein Hersteller, der Ihnen allen bekannt ist, der sehr, sehr hochwertige Fahrzeuge baut. Inzwischen finden Sie sehr, sehr hochwertige Fahrzeuge auch von allen anderen Herstellern, zum Teil jetzt auch schon als Gebrauchtfahrzeuge. Und wenn es kein Auto sein soll, dann kann es so ein schicker Elektrochopper sein, wie der hier steht, oder ein E-Bike oder was auch immer, oder auch eben der Elektrobus, auch auf der Fernstrecke inzwischen schon eingesetzt. Ja. Also wie gesagt, es geht bei uns nicht immer nur um das Thema Auto, sondern es geht um das ganze Thema Mobilität auf der Basis erneuerbarer Energien. Tesla hat aber, deswegen habe ich es hier abgebildet, mit dem Tesla Roadster vor ungefähr 10 Jahren einfach mal gezeigt, dass das, was die anderen Hersteller immer behauptet haben, nämlich ein elektrisches Auto, was cool aussieht, schnell ist, Emotionen gehören nun mal dazu, weit kommt und nicht besonders lange zum Laden braucht, dass das geht. Denn es ist erst noch gar nicht so lange her, dass wirklich auch die anderen großen Hersteller gesagt haben, ja, stimmt, das funktioniert. Man kann auch mit Fahrzeugen weit unterwegs sein, emotional auch mal Spaß haben, vielleicht ein bisschen flotter unterwegs sein. Das muss jeder selber entscheiden, wie er unterwegs ist. Mit einem Fahrzeug mit einer Batterie drin. Dass das überhaupt geht, hat Tesla mit dem Roadster bewiesen und hat dann danach entsprechend weitere Fahrzeuge weiterentwickelt. Das haben aber auch andere Hersteller gemacht, teilweise auch ein bisschen früh, sodass sie erstmal am Markt ein bisschen noch ein Problem hatten. Hier zum Beispiel von Opel oder von GM, der sogenannte Volt. In Deutschland hieß der Ampera. Ein tolles Fahrzeug, kriegen Sie heute leider nur noch gebraucht gekauft, was auch entsprechend ein vollwertiges Familienfahrzeug war, womit man überall hinfahren konnte. Dieses Fahrzeug ist, sagen wir mal, vielleicht 5, 6, 7 Jahre zu früh am Markt gewesen. Aber wenn Sie an sowas Interesse haben, dann ist das ein Fahrzeug, was Sie sich als Gebrauchtfahrzeug mal wirklich angucken sollten. Anderes Beispiel hier, der Mitsubishi iMiV, das war das erste Großserien-Elektrofahrzeug, was auch vor ungefähr 10 Jahren auf den Markt kam. Großserie hieß damals 20.000 Stück. Eine japanische Entwicklung. Die Vorgabe war übrigens, ein Auto zu bauen, was durch 1 Meter hohes Wasser fahren kann. Und es gibt auch Videos von diesem Fahrzeug, wo die Entwicklungsingenieure bei Mitsubishi tatsächlich mit diesem Fahrzeug durch einen 1 Meter hohen, mit Wasser gefüllten Graben gefahren sind. Es hat eben keinen Verbrennungsmotor, der abstirbt dabei. Ne? Er braucht auch keinen irgendwie Luftschnorchel, der wie bei irgendwelchen Jeeps da oben am Dach ist, sondern der konnte da einfach problemlos durchfahren, übrigens ohne einen Schlag zu bekommen. Also keine Sorge dafür. Dieses Fahrzeug war auch in Berlin vor noch ungefähr 7, 8 Jahren als erstes voll elektrisches Carsharing in Betrieb, nannte sich damals Multicity, hat verschiedene Gründe, die ich jetzt hier nicht länger ausführe, warum dieses Projekt wieder eingestellt wurde. Aber Sie wissen, es gibt inzwischen ja zum Beispiel WeShare auch als sehr erfolgreiches Carsharing in Berlin mit über 1500 Fahrzeugen, voll elektrisch betrieben, sehr erfolgreich. Ja, und durch die nächsten Fahrzeuge gehe ich nun mal so ein bisschen durch. Zum Beispiel von Nissan hat auch ein sehr erfolgreiches Fahrzeug auf den Markt gebracht, den Leaf, den es inzwischen auch in der zweiten Generation gibt.
Dann hier zum Beispiel die Renault Zoe. Wenn Sie so die Zulassungszahlen sehen oder mit offenen Augen durch die Stadt gehen, sehen Sie häufig auch Reklame für die Renault Zoe. Das ist im Moment das meistverkaufte Elektrofahrzeug in Deutschland, was sich sehr, sehr gut verkauft, was vollwertig ist, mit dem Sie in Urlaub fahren können, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Den Smart elektrisch habe ich Ihnen mal hier gebracht, weil ich den sehr interessant finde, weil Smart ist eine der ersten Marken zumindest, die umgestellt haben, komplett auf rein elektrische Fahrzeuge. Das heißt, Sie bekommen den Smart nur noch als Elektrofahrzeug, nicht mehr als Verbrenner, sondern definitiv nur noch als Elektrofahrzeug. Also es ist eine sehr mutige Entscheidung gewesen, der Marke Smart das zu machen. Aber man sieht sehr viele von denen auf den Straßen, es werden immer mehr und ich glaube, die Entscheidung wird langfristig richtig sein. Und wir werden auch nach und nach sehr neue, ganz spannende Fahrzeuge bekommen. Hier zum Beispiel ein Bild von einem Fahrzeug, was es im Moment noch nicht gibt und worauf viele warten, dass es 2022 auf den Markt kommt, nämlich der Sion von einem Münchner Start-up-Unternehmen mit dem Namen Sono Motors. Das wird ein voll elektrischer Familienvan werden, der mehrere Besonderheiten hat, unter anderem eine vollflächig integrierte Solararchitektur in die Karosserie. Das heißt, dieses Fahrzeug könnte ich jetzt hier dann in die Sonne stellen und es lädt sich einfach durch das Licht auf, was auf die Fahrzeugkarosserie fallen wird. Im besten Fall soll dieses Fahrzeug pro Tag dadurch ungefähr 30 Kilometer Reichweite gewinnen. Man könnte also damit vormittags zur Arbeit fahren, lässt es dann auf einem guten Parkplatz stehen und kann abends mit mehr Reichweite nach Hause fahren, als man angekommen ist. Jetzt zeige ich Ihnen aber noch mal ein paar Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, die Sie garantiert noch nie gesehen haben. Nämlich das hier zum Beispiel. Ich habe vorhin den Golf 2 angesprochen als Elektrofahrzeug von VW. Aber das ist 1976. Wer ist vor 1976 geboren? Nicht viele. 1976 gab es VW bereits den Golf 1 in einer kleinen Serie als Elektrogolf auf den Markt. Nicht auf den Markt gebracht, aber die haben sie gebaut. Immerhin mit einer Reichweite von knapp 80 Kilometern, nein, Entschuldigung, von knapp 70 Kilometern mit einfachen Bleigel-Batterien damals. Ja. Es gibt eine alte Folge von Löwenzahn, also die etwas älteren von Ihnen, die noch Löwenzahn mit Peter Lustig kennen, gibt eine Folge, wo dieses Fahrzeug eine Hauptrolle spielt. Ja, und der sich mit dem Tankwart darüber unterhält. Der Tankwart ganz böse ist, dass der Peter Lustig sein Auto nicht bei ihm an der Tankstelle lädt, sondern es an der Tankstelle tankt, sondern es zu Hause einfach mit Strom auflädt. Tolle Geschichte. Dann hier zum Beispiel, auch das war ein Versuch von VW, ein Elektroauto zu bauen, 1992, ein Hybridfahrzeug. Ja? Dann ist VW auf die Idee gekommen, wir machen das doch lieber mit dem Diesel. Was daraus geworden ist, das wissen Sie heute alles. BMW hatte auch schon 1991 ein Fahrzeug, was dem heutigen i3 verblüffend ähnlich sieht, nämlich den E1. Übrigens ein Elektrofahrzeug, was damals bereits eine Reichweite von knapp 250 Kilometer hatte, ohne Lithium-Ionen-Batterie. Sie können ja mal ausrechnen, heute haben wir 2020, das war 1991. Ja, also vor knapp 20 Jahren waren die eigentlich schon so weit, sowas im Markt zu bringen. Und das als letztes sozusagen für diesen Einblick, nämlich der Elektro-Trabi. Auch den gab es, auch in der DDR wurden Überlegungen angestellt, elektrische Fahrzeuge herzustellen. Ganz kurz noch, wo steht die Elektromobilität heute, Stand heute in Deutschland? Also wir haben in diesem Jahr einen dramatischen Anstieg bei den Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen. In den letzten beiden Monaten wurden zusammen über 30.000 Elektrofahrzeuge zugelassen, eine enorme Steigerung. Wir haben eine enorme Steigerung bei dem Thema Ladeinfrastruktur, was man ja braucht, um die Fahrzeuge zu laden. Und wir sind sehr gespannt, auch von Seiten der Interessengemeinschaft, was passiert, wenn jetzt VW anfängt, in diesem Monat den ID.3 sozusagen als Golf-Nachfolger auf den Markt zu bringen. Und wir sind sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird. Das sollte erstmal ein kurzer Einstieg sein in das Thema Elektromobilität. Wie gesagt, wenn Sie Lust bekommen haben, bleiben Sie einfach hier. In ein paar Minuten geht es weiter mit dem Thema elektrisch im Alltag. Geht das überhaupt? Vielen Dank erstmal an die Stelle fürs Zuhören.